Wir melden uns wieder morgen zu den angekündigten Sendezeiten. Die Tagesschau, meine Damen und Herren, wünscht Ihnen frohe Weihnachten. Heiligabend bei uns im Ersten, dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Ob Sie die Bescherung noch vor oder bereits hinter sich haben, ob Sie uns nun allein, im kleinen Kreis oder mit der ganzen Familie zuschauen, unser ARD-Geschenk an Sie, meine Damen und Herren, ist knappe 90 Minuten lang, zauberhaft, rührend, ganz einfach zum Liebhaben, der kleine Lord. Erst 8 Jahre ist er jung, der kleine Lord, gespielt von Ricky Schroeder, und sein Großvater, gespielt von Alec Guinness, ist ziemlich menschenfeindlich, grantig, ein adelsstolzer Schlosser. Nun, eines Tages lässt er seinen Enkel zu sich holen, aus Amerika nach England, und siehe da, unter dem Einfluss des aufgeweckten Jungen wird aus ihm der beste Großvater der Welt. Jack Gold hat diesen englischen Spielfilm 1980 nach dem gleichnamigen Roman gedreht. Und viele unter Ihnen, meine Damen und Herren, können heute am Heiligabend mit uns eine kleine technische Premiere feiern. Denn wenn Ihr Fernsehgerät technisch dafür eingerichtet ist, so haben Sie heute zum ersten Mal im deutschen Fernsehen die Möglichkeit, mithilfe der Zweikanaltontechnik und des Videotextes einen Film im Originalton mit den dazugehörigen Videotext-Untertiteln zu empfangen.